Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wallen Hearts. Ja, hier wird einer geärgert. Komm mal nach. Nee, Hinweise wische ich nicht. Ah, er sagt, wir müssen das ja, so. Puh, ich hoffe, die Ante ist wirklich gut angekommen. So, schauen wir uns mal um. Alles voran. Ne? Habe ein Glas dazu. Hm. Verdammt. Ah. So, und jetzt täuschen wir das mal aus. Hier. Das wäre noch glücklich. Neues Tagebuch freigeschaltet. Tagebücher. Heute habe ich im Militär mit meiner Ausbildung begonnen. Ich muss immer an Karl denken, der wahrscheinlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung hat für Chaos gesorgt und ich hoffe Marie und die Nachbarn haben es geschafft, die Ernte rechtzeitig einzufahren. Endlich kann ich es kaum erwarten, zu kämpfen. Vielleicht lindert es etwas den Schmerz, den ich innerlich spüre. Heute Nachmittag um 16 Uhr haben alle Glocken in Paris aufgegangen. Zu läuten. Es war unheimlich. Jemand auf der Straße hat mir erzählt, es sei für Mobilisierung der Truppen, für den Fall einer deutschen Kriegserklärung. Ich schreibe meinen Vater, um herauszufinden, was in Belgien vorgeht. Es fühlt sich sonderbar an, nach Deutschland zurückzukehren. Emil hat sich wenigstens um Marie und Viktor kümmern. In den nächsten Monaten muss ich die Dinge eigentlich beruhigen. Es ist alles so bedeutungslos. Nach Karl muss nun Vater gehen. Warum mussten sie ihn einberufen? War es nicht schon genug, meinen Liebsten aus dem Land zu verbannen? Warum sollen sie Vater auch noch die Uniform stecken? Er ist viel zu alt für den Krieg. Und jetzt bin ich ganz allein, wo die Ernte vor der Tür steht und ich mich um Viktor kümmern muss. Oh, die Arme. So, machen wir es vorbei. Ne? Du lässt mich schon vorbei. Ach, du willst Musik haben. Okay. So, das ist ein Gummel. Jetzt reicht es aber nicht schnell genug hier. Ich hab das schon mal darum gedreht. Schauen wir uns das mal hier. Okay, ein Stift. Die Flasche nehmen wir nochmal mit, weil wir wissen nicht, wann wir die brauchen. Thank you very much. I'm Freddy. Welcome to America. Good luck, my friend. 21. August 1914.
Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Ja, genau. Und das werden wir beim nächsten Part erfahren. Na gut, ich hoffe, der hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Warrior in Hearts. Ich will ja das Projekt etwas länger dauert. Das hätte es damit zu tun. Na gut. Und ich hoffe, wie gesagt, wir treffen uns erstmal gleich beim Endcut. Also bis gleich. Wow, wir haben einen neuen Freund wahrscheinlich gefunden, der uns helfen wird, eventuell irgendwann in ferner Zeit. Ich hoffe, der wird uns helfen. Na gut, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt ruhig einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Warrior in Hearts, The Great War.